Hallo meine Freunde, willkommen bei ASIP Institute. Mein Name ist Tara und ich erzähle euch heute, wo ich hinfahre, was ich mache und alles drumherum, was passiert. Meine Damen und Herren, ich kann die Reise mit der Bahn auf Wiedersehen. Das war gerade die Durchsage. Und zwar wurde gerade gesagt, dass ein Zug verspätet ist und wir deswegen ein paar Minuten später ankommen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt, wo ich hier bin. Und zwar habe ich hier mein Abteil, hier meinen Tisch. Weitere Sitze, ja, und mein Essen. Ich mache Hausaufgaben und Aufgaben während der Fahrt. Und zwar bin ich fast 7 Stunden unterwegs. Und ja, ich fahre nach München. Das ist die Stadt in Deutschland, die richtig schön ist. Da gibt es viele Gebäude, viele Sehenswürdigkeiten, vor allem Gebäude aus der Kriegszeit, die übrig geblieben sind, die nicht zerstört wurden, und es ist dort mega schön. Ich fahre jetzt das zweite Mal dorthin und ja, ich arbeite ja als Schauspielerin in Film und Fernsehen und ich fahre jetzt nach München, weil ich da eine Serie drehe. Und zwar wird diese Serie auf Amazon Prime rauskommen und ich erzähle euch jetzt, worum es in der Serie geht. Und zwar stelle ich mein Handy einmal hier dafür hin. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ja, und zwar geht es in der Serie um zwei Menschen, ein Liebespaar, ein Junge und ein Mädchen. Und ja, die beiden sind auf einer Reise, nachdem sie sich kennengelernt haben. Und beide hatten ungefähr Streit mit ihren Eltern und sind sehr traurig und treffen sich eines Abends am Spielplatz auf einer Schaukel und kennen sich irgendwie noch von früher, von Grundschulzeiten, und ja, auf jeden Fall kommen sie dann ins Gespräch und wollen dann beide von zu Hause abhauen, und mit der Zeit verlieben sie sich dann ineinander. Und ja, es ist eine sehr schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden, die beide so 18 Jahre alt sind. Und es sind viele Szenen, die im Auto gedreht werden. Auch eine Schaukelszene, also die Spielplatzszene, das ist die erste Szene, wo sie sich kennenlernen. Dann auf der Durchfahrt eine Reise, und dann erleben sie noch sehr viele coole Sachen. Einmal sind sie an einem See, wo sie auf einen Camper treffen, dann sind sie ja noch an einem Lagerfeuer, haben eine Lagerfeuer-Szene, küssen sich das erste Mal, und ja, es ist sehr spannend, weil Minas Vater... Widerreiche Drehmagen, der Ausstieg fährt Richtung links. Genau, Minas Vater, also ich spiele die Mina und mein Partner heißt Moritz, und die Mina, die fährt dann mit Moritz, und Moritz will auf dieser Durchreise eigentlich zu einer Mauer und sich umbringen. Es ist sehr tragisch und ein bisschen Drama, aber letztendlich rettet Mina ihn, sie verlieben sich und sitzen zusammen auf der Brücke, und er bringt sich nicht um, weil sie ihm zeigt, was es heißt zu leben, wie schön das Leben sein kann. Und ja, es ist eine echt coole Geschichte mit vielen Abenteuern, und die kommt dieses Jahr im Sommer auf Amazon Prime raus. Und ja, ich freue mich total, weil ich jetzt zum zweiten Mal schon da bin und die Stadt auch an sich mega schön finde. Vielleicht kann ich euch auch noch ein Video in der Stadt zeigen, und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Es war ein bisschen interessant, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!